Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mit einem Zitat von Nelson Mandela beginnen. Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Ganz in diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Es gibt kein Recht, mit 200 km/h mit dem SUV über die Autobahn zu brettern, wenn die Zukunft der kommenden Generation verheizt wird. Freiheit bedeutet, die Lebensgrundlagen unserer kommenden Generation zu erhalten. Das ist eine Absage an den kurzfristigen Profit, an ein neoliberales Freiheitsverständnis, an die Freiheit des Ellenbogens. Freiheit bedeutet eben, dass wir ganz klar sagen, das geht nur mit Demokratie, das geht nur mit sozialer Gerechtigkeit und das geht nur mit dem Erhalt der Lebensgrundlagen der Menschheit. Und darunter darf es dieser Bundestag nicht mehr machen. Das Urteil zum Klimaschutzgesetz besagt, dass Deutschland durch die Verfassung verpflichtet ist, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Die Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad, diese Verantwortung muss Deutschland und müssen wir hier im Bundestag wahrnehmen. Freiheit, Gerechtigkeit, internationale Verantwortung. Seit Jahren macht sich die Linke genau dafür stark, hier im Bundestag. Und in den Beratungen 2019 über das sogenannte Klimaschutzgesetz haben wir gesagt, dass diese Bundesregierung diesen Verantwortung nicht gerecht wird. Und wir sind froh darüber, dass das Bundesverfassungsgericht unsere Einschätzung bestätigt hat. In einer Art wahlkämpferischer Panikattacke hat jetzt die Bundesregierung die Erhöhung der Klimaziele auf den Weg gebracht. Das ist nicht unterfüttert durch ausreichende Maßnahmen. Und wir sehen, wie Söder in Bayern weiterhin daran festhält, die Windkraft auszubremsen. Wir sehen, wie Laschet weiterhin Dörfer abbaggern lässt, Menschen enteignet und vertreibt. Im Wirtschaftsministerium sitzen mit Herrn Altmaier und mit Herrn Scheuer weiterhin personifizierte Klimaschutzbremsen. Und liebe Annalena Baerbock, in Brandenburg habt ihr mitverhandelt mit CDU und SPD, dass man größere Windkraftabstände macht, Windkraftabstände bis zu 1500 Meter. Und das bedeutet, das sind größere Windkraftabstände, als Herr Laschet in NRW macht. Man muss sich doch irgendwann entscheiden, zu welcher Politik man steht. Mit dieser Union ist kein Klimaschutz zu machen, mit dieser Union ist keine soziale Gerechtigkeit zu machen. CDU und CSU gehören auf die Oppositionsbank. Was ist der Unterschied der Klimapolitik der Linken zu den anderen Fraktionen? Wir wollen ganz klar Klimagerechtigkeit. Wir sagen, wir brauchen einen grundlegenden Systemwandel. Wir wollen die Gesellschaft sozial und ökologisch gestalten. Und wir wissen, dass es nicht reicht, den Kapitalismus nur grün anzumalen. Man muss ihn ganz grundlegend überwinden. Das Klima darf nicht wie bisher auf dem Rücken derer geschützt werden, die am Ende des Geldes noch viel zu viel Monat haben. Die Energiewende darf nicht weiter dazu führen, dass Millionen in Zahlungsschwierigkeiten geraten, wenn sie am Ende des Monats ihre Stromrechnung erhalten. Ich darf als Beispiel einfach anführen, in den letzten Jahren während des Lockdowns sind fast 300.000 Haushalten der Strom abgestellt worden und das Gas. Während des Lockdowns macht diese Bundesregierung Stromsperren, während sie die großen Konzerne raushaut. Ganz ehrlich, Ihre Aufgabe ist es, die Ärmsten und die Schwächsten dieser Gesellschaft zu schützen. Da haben Sie grundlegend versagt und dafür sollten Sie sich schämen. Und seit Jahren steigen die Strompreise, auch weil sie ohne Sinn und Verstand Fleischfabriken, große Konzerne von der Umlage zum Ausbau der erneuerbaren Energien ausnehmen. Und ihr neuester Coup? Sie wollen Mineralölkonzerne und Düngemittelhersteller und andere Unternehmen von der Zahlung des CO2-Preises entlasten. Das heißt, die größten Verschmutzer des Klimas wollen sie von der Zahlung des CO2-Preises ausnehmen, während sie auf der anderen Seite Mieterinnen und Mieter jetzt während des Lockdowns, während der Corona-Krise mit dem CO2-Preis weiter belasten. Dieser CO2-Preis ist nicht nur unwirksam, er ist sozial gerecht, ungerecht. Unsere Forderung, den CO2-Preis auf die Vermieterin umzulegen, wie es Deutsche Umwelthilfe und Mieterbund fordern, haben Sie hier im Bundestag eine Absage erteilt. Ihr Klimaschutz
ist sozial ungerecht, und im September muss dem eine Absage erteilt werden, wenn wir die Zukunft der Menschheit erhalten wollen. Diese Bundesregierung hat keine Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft. Und Kanzlerin Merkel hat gestern noch mal im Petersberger Klimadialog gesagt, na, von Klimagerechtigkeit, von der besseren Finanzierung des globalen Südens, davon hält sie nichts. Sie will einen globalen CO2-Handel. Nein, man braucht keine immer neuen CO2-Börsen. Die Zaubertricks, von denen vor allem die Anwälte, die Konzerne und die Beraterfirmen profitieren. Liebe Annalena Baerbock, es ist doch an der Zeit, dass man sich entscheidet an dieser Stelle. Es ist schon die Frage zwischen Opposition und Regierung, und es ist die Frage, ob wir mit mehr Markt oder ob wir mit sozialer Gerechtigkeit Klimaschutz machen. Wir müssen Klimagerechtigkeit wagen. Wir müssen den sozialökologischen Umbau wagen dieser Gesellschaft. Nur so können wir die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Beutin. Als nächster Redner der CDU-CSU-Fraktion spricht Andreas.